Was geht ab, meine Damen, meine Herren und liebe Bohnenliebhaber? Willkommen zu einem weiteren TCG-Video hier auf meinem Channel. Und heute, ja, ihr habt es richtig gehört. Die Bohnen sind heute real. Ich habe schon mehrere Videos gemacht mit diesen Bohnen. Sei es mit Kaya, sei es alleine oder mit Freunden. Doch, heute bin ich alleine und ja, wir machen heute verborgenes Schicksal auf und davon drei wunderbare Tints. Diese hier. Kennt ihr? Hoffentlich noch. Und ja, wir machen heute verborgenes Schicksal auf, meine Damen und Herren, mit Verbindung der Bohnen. Das kann sehr interessant werden, denn hier sind einige Karten drin, die ich gebrauchen kann. Ihr wisst Bescheid, wir versuchen jede Schein, jede Goldkarte aus diesem Set zu handeln. Ich gebe mir Mühe, ihr auch hoffentlich. Und ja, ich bin gehypt. Bei jeder Reaktion darf ich eine wunderbare Bohne essen und ja, ihr kennt sie. Die sind nicht lecker, die sind nicht toll und die sind seit anderthalb Jahren schon diesen Ball drin. Ich weiß nicht, ob die ablaufen können. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ja. Vielleicht sterbe ich heute an einer Lebensmittelvergiftung. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon was ganz Krasses mir irgendwie überlegt, dass man eventuell, keine Ahnung, so ein Risiko spielt. Das heißt TCG-Risiko mit den Bohnen. Das heißt, man callt vor eine Karte und sagt, yo, in diesem Pack ist eine Holo und ein Shiny drin. Und wenn dann irgendwas davon nicht stimmen sollte. Das heißt, irgendwas. Das bietet sich aber diesen Packs an, sage ich mal. Muss man eine Bohne nehmen. Das heißt nochmal Bohne Extreme. Falls ihr das haben wollt, Leute, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Danke nochmal für den ganzen Support und den letzten Videos. Leute, ich muss einfach mal Danke sagen. Danke für den Support bei den letzten Videos. Es war einfach krass insane. Und ja, wie gesagt, ist ein kleines Wort, bedeutet aber sehr, sehr viel. Von daher vielen Dank für eure Unterstützung. Mir macht das super viel Spaß, dass ich hier einfach Karten öffnen kann, coole Videos gestalten kann und euch so unterhalten kann. Komm, wir machen jetzt einfach, hier kommt, die lassen wir noch geschlossen, wir wollen hier nichts faken oder sowas, ne? Wir packen den Lachs aus Gyarados Tin. Ich versuche diese Karte natürlich rauszubekommen ohne Beschädigung. Das wäre super, von daher, die Karte sieht sehr clean aus. Leute, da haben wir doch schon mal was geschafft hier, ne? Also, eine sehr cleane Gyarados-Karte. That's nice. Okay, keine Reaktion. Bei diesen vier Packs, wir haben alle Artworks. Wir können alles ziehen. Wir können Glurak ziehen, wir können Mewtwo können. Wir können alles ziehen, ja. Wir können alles ziehen. Mein Ziel ist es ja, wie ich es schon sagte, alle Shinies zu bekommen. Das wäre super. Aber wenn das halt nicht der Fall sein sollte, dann wäre ich damit auch fein, sag ich mal. Ne? Aber, Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut. Also das muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Wir starten hier rein mit einer Shiny-Karte. Das ist ein Knacksel. Ich glaube, diese Karte habe ich noch nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Von daher ist das schon mal ganz nice. Und ein Pantimos normal. Das ist ja auch ganz fein, ne? Also das nimmt man mit. Erstes Pack lief ganz gut, würde ich an der Stelle behaupten. Das ist doch sauber. Wir machen weiter mit dem zweiten Pack, Leute. Miu, 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 miu. Ich hoffe, dass ich diesen Pokéball nicht anfassen muss heute, weil sonst, Leute, wird kritisch. Wird kritisch, wird kritisch. Schauen wir mal rein. Wir haben eine Energie. Wir haben ein Porenta, Rosana, Glutexo, Sterndu, Fleckmon, Voltoball, Pikachu, Retta. Ah! Oh, 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 oh. Ich glaube, das zählt schon als Reaktion. Ich glaube, das zählte schon als Reaktion. Dammit, Alter, ey. Silvaru, Shiny. Die hatte ich auch noch nicht. Und dahinter Jesse und James. Okay. Junge, Alter, das ist ja mega geil. Der gute Hutster. Wer kennt noch Hoodie, Leute? Abstimmen. Wer kennt Hoodie? Wer nicht Hoodie kennt, der hat auf jeden Fall keine Ehre. Sehr, sehr geil. Wir gucken uns die Karte nochmal an. Ah, der Rücken ist okay, würde ich an der Stelle behaupten. Joa, das sieht ganz sick aus. Den nehmen wir mit. Sehr eine richtig gute Box. Aber Leute, wir müssen wieder runterfahren. Keine Reaktion. Obwohl, scheiße. Erstmal darf ich jetzt eine Bohne essen. Das war die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Und ich nehme jetzt einfach diese Bohne, die runtergefallen ist. Ich glaube, es kann Popcorn sein. Oder irgendwie faules Ei. Da habt ihr es. Boy. Das ist Popcorn. Aber sowas von. Big Time Feeling, würde ich an der Stelle behaupten. Nee. Das schmeckt gerade sowas wie nach Kino. Bam, mir klebt der ganze Chip bloß zwischen den Zähnen, was so super eklig ist. Aber ansonsten, einen schönen Popcorn-Geschmack jetzt im Mund. Den habe ich lieber als, ja, ich sag mal gar nichts, ne? Als irgendwas Schlechteres, so ein faules Ei oder sowas. Ich
ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, so einen schlechten Geschmack im Mund zu haben, weil... Oder wann habe ich das letzte Mal... Oh Mann! Das war schon wieder eine Reaktion! Warum bin ich denn so dumm und sag... Oh! Oh! Eine Reverse... Okay, der ist durch. Aber warum bin ich denn so dumm und sag bei einer Energie... Oh! Mensch, ach man, Glurak GX hinterher, was richtig okay ist. Weil Glurak GX ist eine Karte, die ist gut was wert. Nices Artwork und die Reverse-Energie kommt auf den Reverse-Stapel. Nice, Leute! Nächste Bohne. Ich zeige sie euch als erstes. Ich hoffe, ihr seht es. Das ist eine Kludisch. Bah. Schmeckt irgendwie wie Spülmittel oder so. Boah. Am Ende ist es irgendwas Gutes, was abgelaufen ist. Ich sehe es schon. Ich glaube, es soll was Gutes sein, aber es schmeckt scheußlich. Ich habe die ganze Scheiße im Mund, muss es runterschlucken. Okay. Nächstes Pack. Ich bin ready. Ich weiß nicht, was es war, aber ich muss sagen, dafür ist dieses Pack-Opening gerade on fire. Ich glaube, ich habe die ganze Scheiße zwischen den Zähnen kleben. Also, nehmt es mir nicht übel, Leute. Ihr wisst Bescheid, ich bin ein Profi. Sowas von, wir haben Enton, wir haben Carpador, wir haben Flagmon Reverse und Mew. Das ist doch ganz okay. Alter, ich war gerade kurz nicht mehr im Flow drin, dass ich nicht reagieren darf. Da darf ich halt echt nicht rauskommen. Und das war die erste Tin. Ja, nice. Damit ist die erste Tin beendet und wir machen die zweite auf. Von daher schlagen wir uns doch nicht schlecht, würde ich an der Stelle behaupten, ne? No Reaction Packs. Ich liebe es. Bisher haben wir auch, glaube ich, noch nichts allzu krasses gehabt bei den wunderbaren Bohnen. So, Karte raus. Booster raus. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr verborgenes Schicksal kaufen soll. Leute, was meint ihr? Was meint ihr? Mehr verborgenes Schicksal oder auch mal was anderes? So, die packen wir beiseite. Den Code, ich glaube, das ist der hier. Den könnt ihr gerne haben, wenn ihr wollt. Und wir machen weiter mit dem Arctos, Zapdos, Lavados. Und wir hoffen auf eine Full Art. Auf eine Full Art Shiny, die wir noch nicht haben. Das wäre super. Wir haben Safcon, Pokécenter Dame, Sichlor, Glumanda, Flegmon, Enton, Pipi, Carpador, Relaxo. Und Arctos, Zapdos, Lavados, Rainbow. Ja, das ist doch eine ganz okaye Karte, würde ich an der Stelle sagen. Vielleicht etwas off-center, aber ansonsten ist es doch ganz okay. Okay, Leute, war doch nichts dabei. So eine Rainbow zu ziehen, das macht man doch mal alle Tage, ne? Die einzige Rainbow in diesem Set, das ist doch nice. Machen wir weiter mit dem nächsten Pack, ne? Hoppala, da habe ich aber das Glurak zerschnitten. Come on, Bruder. Come on. Wir wollen... was kann nach einer Rainbow denn noch kommen? Irgendwie, komm, gib uns am besten jetzt noch so ein... Ich sag mal, so ein Fuller Cynthia. Ne? 80-Euro-Karte. Ja, ein UHF4 Shiny GX ist ganz okay, würde ich an der Stelle behaupten. Das ist nicht dein Ernst, ne? Das ist nicht dein Ernst. Warum reagiere ich bei der Karte nicht? Und dann bei Roccos Training, bei einer einfachen Holo-Karte, kommt ein... Warum, Zero? Warum? UHF4 Shiny ist mega geil. Ist ebenfalls eine Karte, die wir noch nicht hatten. Aus der Shiny-Box. Mega gut. Mega gut. Und Roccos Training hat mir jetzt gerade noch eine weitere Bohne eingebracht. Rocco? Ich hasse dich. Okay. Warum fällt mir eigentlich die Hälfte runter? Okay, wir haben grün. Ich weiß nicht, ob das Gras sein kann oder Popel. Boah. Boah. Boah, das ist mega eklig und sauer. Ich schmecke es irgendwie nicht so aus. Schmeckt ein bisschen apfelig. Und im Abgang so ein bisschen... Es ist weg.
Ich hab's einfach runtergeschluckt. Ich bin mir sicher, dass wir noch nichts so Schlimmes hatten tatsächlich. Was ist mit diesem Pack hier los, ey? Ein bisschen eingeknickt. Ein bisschen eingeknickt, der Junge. Komm schon, Brody, komm schon. 1, 2, 3, 4, let's go. Machen wir mal ein schönes, knackiges Pack-Opening hier. Also bisher war die Box halt echt krass, ne? Eine Rainbow, eine Shiny Full Art, was kann hier noch drin sein? Ein Bautz. Bautz ist nice. Ein Smogmog, das ist auch ganz cool. Alter, diese Tin, ey, die ist ja mega on fire, wenn ihr das so seht, ne? Wir haben 3 Hits aus dieser Box jetzt bisher. Das ist halt mega stark, das ist halt wirklich stark. Ein letztes Pack aus der Tin-Box. Hoffen wir mal, dass es so bleibt, ne? 1, 2, 3, 4. Wenn wir hier noch was drin ziehen sollten, dann haben wir aus 4 Boostern alles gezogen. Also das wäre unverschämt krass. Unverschämt krass. Eine Reverse Rare. Und, oh, Jesse und James mit Arbok und Smogmog. Gute Box. Gute Box. Die finale Tin-Box. Ich bin gespannt, ob wir hier noch was ziehen werden oder nicht. Also bisher lief es ja, wie ich schon sagte, echt extrem gut. 3 Bohnen Intus, 2 davon waren komplett unnötig. Eine war berechtigt, würde ich an der Stelle behaupten, also eine Reaktion. Gyarados sieht wieder ganz okay aus. Also selbst die Pokémon-Karten in den Tins sehen bisher alle lit aus. Kriegen wir noch einen Banger? Also ich will mich absolut nicht beschweren. Ne? Aus diesem Opening haben wir jetzt bisher ein oder andere gute Karte gezogen, würde ich an der Stelle behaupten. Von daher, let's go, here we go again. Wie das Meme sagen würde. Rosana küsst uns hier Packlock zu. Mal gucken, ob das was bringen mag. Frau Rosana, Smogon und ein Pixie. Mewtwo in Shiny. Haben wir bisher einmal gezogen. Uns fehlt aber noch eine Karte und ihr habt alle in die Kommentare geschrieben, Hand vor das Cynthia. Wäre eine Möglichkeit, Leute. Wäre eine Möglichkeit. Schauen wir mal, ob wir so weit kommen werden. Cynthia wäre schon eine geile, geile Karte. Aber dieses Set hat an sich auch so viele coole Karten. Zapdos Reverse Rare. Ja, Aquana Holo. Das ist doch okay, würde ich an der Stelle behaupten. Nette Karte, nette Karte. Zwar noch kein Banger aus dieser Box. Ne, wir wollen es ja auch nicht übertreiben, Leute. Ne? Wir wollen ja auch... ich habe keinen Bock mehr auf Bohnen, weil... Gerade kam mir schon fast eine Bohne wieder hoch. Also gerade diese letzte... Ihr müsst euch vorstellen, das klebt alles zwischen den Zähnen. Und ich habe jetzt Popcorn, irgendwas Apfeliges und was war das andere? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also und der letzte Geschmack davor, den habe ich halt alles gerade zwischen den Zähnen kleben. Und es ist irgendwie nicht ganz so appetitlich. Also schauen wir mal... Arboretos. Sehr schön. Und ein Geowatz. Okay, das ist doch nett. Das habe ich nochmal hingekriegt. Gerade so die Kurve bekommen. Wenn wir das so sehen, ne? Wir haben Arboretos, Bautz und Silvaro. Das ist das komplette Hoodie-Opening. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist insane stark. Das ist wirklich insane stark. Doch nun, das letzte Booster dieser Reihe. 1, 2, 3, 4. Ich zeige euch die Karten als erstes. Ein ihr seht es zuerst Pack. Mal gucken. Wir haben noch keinen großartigen Hit. Ein Shiny bisher aus der Box. Das kann auch der Hit der Box sein. Aber wir hoffen natürlich auf mehr. Flecken. Pipi. Pipi. Und Starmie GX. Leute, ich habe mich gut geschlagen, würde ich an der Stelle behaupten, oder? Also... Dreimal dumm reagiert. Jetzt sind wir zweimal dumm. Einmal war, glaube ich, ganz berechtigt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe beim Knacksen kurz reagiert. Beim Rocco. Und ja. Ich glaube, das war's schon, ne? Oder? Ne, bei noch einer Karte. Ich glaube, bei Silvaro. Bei Silvaro habe ich noch reagiert, genau. Ich glaube, so war's. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich super zufrieden mit dem Puls. Sie haben 2 Shiny Full Arts, eine Rainbow. Ich sag mal, 3 GX-Karten. Beziehungsweise 2 plus die halt noch. Und halt noch 2 Shinies, wovon wir auf jeden Fall mehrere nicht hatten. Hand vor der Shiny geht weiter. Und falls ihr dieses Ratespielchen sehen wollt, lasst mal ein Däumchen da. Ich bin gespannt, was ihr da so hinbekommt. Leute, ich bin raus, verabschiede mich. Euer Traumtag, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, könnt ihr auch den geilen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Videos. Ich bin raus, verabschiede mich und sage... Tüdelü!